Einen wunderschönen guten Morgen, Herr Graf. Danke, Johann. Du scheinst ja heute Morgen ausnehmend gut aufgelegt zu sein. Das hat auch ausnehmend gute Gründe, Herr Graf. Natürlich, die beschuggene Duchesse. Johann. Verzeihung, Herr Graf. Was tut sie? Das Fräulein nicht haben das Schloss beflaggt und belieben Böller zu schießen. Sind wir erobert? Moment. Nein, noch nicht. Schade, dass Rohrkrepierer so selten sind. Bitte geh hinunter, untersuche die Duchesse, die Detonationen einzustellen. Ja. Madame la Duchesse! Madame la Duchesse! Ihr Onkel und Vormund ersucht Sie dringend, die Detonation einzustellen. Aber ein bisschen Dalli-Dalli, wenn ich bitten darf, ja? Och, sagen Sie dem edlen Greis einen schönen Gruß und er soll sich doch einfach die Nachtmütze über die Ohren ziehen. So, jetzt wummern Sie mal weiter, wenn Sie können. Jetzt hör mir mal gut zu. Ich wummere hier nicht, sondern ich schieße Salut. Und zwar aus Anlass der 180. Wiederkehr jenes Tages, an dem mein Vorfahr, der selige Duc de Montferrat, glorreich dem Tode entrann, weil die Guillotine klemmte. Ich sehe aber keinen Anlass, deswegen das Teegeschirr des Herrn Grafen zum Klirren zu bringen. Ach, ihr beide könnt einem aber auch jeden Spaß versauen. Aber bitte, wenn ihr nicht wollt, dann feiere ich eben den Tag woanders. Dann gebe ich heute Abend ein riesiges Volksfest, jawohl, für das ganze Dorf. Komm, Johann, fahr mich sofort ins Dorf runter. Ich wüsste nicht, was ich lieber täte. Herzoglichen Gnaden. Na, vielleicht kommst du bald. Ach, das darf... Das darf sie wohl nicht wahr sein. Ach, Schmetterlinge, Enten, Gänse. Das darf ja nun wirklich nicht wahr sein. Herr Graf! Herr Graf! Das ist ja wohl das Letzte, Herr Graf! Sie sollten sehen, was dieser wild gewordene Handfinger mit unserem Auto angestellt hat. Sind wir nun ein Rolls oder sind wir ein Blumenkorso? Manchmal weiß ich das auch nicht mehr, Johann. Aber beruhige dich. Monsieur Malier hat soeben angerufen. Wir brechen baldigst nach Paris auf. Mhm. Okay, wenn du mich nicht mitnimmst, lade ich das ganze Dorf zu meiner Fete ins Schloss ein. Das sind doch alles gesittete Menschen und sie respektieren mich. Du kommst in eine Ruine zurück, das schwöre ich dir. Nun glaub mir doch, Charlie, ich fahre wirklich nicht wegen eines Falles nach Paris. Ich hole mir lediglich ein Dutzend neue Anzüge bei Monsieur Malier ab. Verständlich, wenn man nur 200 hat. Nun denn, genieße die kurzen Tage ohne mich. Und wenn etwas ist, ich steige im Yorkshire Palace ab. Ja, ja, farewell, edler Josta. Ich verreise ebenfalls. Ja. Vergessen Sie nicht, meinen Bumerang dreimal am Tag zu füttern, ihn jeden Morgen zu bürsten und ihn zwei bis dreimal in der Woche zu baden. Davon hat der Herr Graf aber nichts gesagt. Da muss ich ihn eben mitnehmen. So, mein Kleiner. Jetzt sind wir gleich da. Auf Wiedersehen. Und vielen Dank fürs Mitnehmen, es war lieb von Ihnen. Wiedersehen. Wir sorgen zwischen die Unterlagen. Wenn Sie mir ganz fest versprechen, dass Sie mich nicht länger so genüsslich anstarren, Monsieur, dann erlaube ich Ihnen vielleicht... Wohlverstanden, ich habe vielleicht gesagt, dass Sie mich mit dem Taxi mit nach Paris nehmen. Na dann, viel Spaß. Na gut, versuchen wir eins zu kriegen. Darf ich? Danke. Mich erstaunt immer wieder bei dieser Art von Begegnung, auf wie verschiedene Weise sie zustande kommen. Da haben Sie recht. Genau dasselbe habe ich mir auch gerade gedacht. Ihre Masche ist, weiß Gott nicht, von schlechten Eltern. Ihre Eltern müssen Sie sehr sorgfältig erzogen haben, um Sie auf eine glänzende Laufbahn vorzubereiten. Ja, das ist wahr. Aber leider sind meine lieben Eltern schon tot. Und zwar schon lange. Und nun muss ich sehen, wie ich mich als arme Waise durch die Welt schlage. Mhm. Und Sie haben gar keine anderen Verwandten, die sich Ihrer erbarmen und Ihnen in Ihrer trostlosen Einsamkeit beistehen? Nur einen grausamen Onkel, der mich züchtigt und einsperrt und mich zwingt, seine Kriminalromane zu lesen, in denen es vor Leichen wimmelt. Ein Sadist? Oh, und noch Schlimmeres. Oh, was denn noch? Er ist der letzte Spross eines uralten Adelsgeschlechts und vollkommen degeneriert. Ein furchtbares Schicksal. Jetzt verstehe ich auch, warum Sie all Ihre Liebe diesem kleinen, entzückenden Geschöpf schenken. Mhm.
Eine mitfühlende und stumme Seele, die ihre Einsamkeit teilt. Die stumme Seele heißt Bumerang. Ich bedauere zum ersten Mal, dass es die Taxis nach Paris in einer Stunde schaffen. Das war übrigens jetzt das dritte Taxi, das Sie nicht gestoppt haben. Oh, hätte ich das tun sollen? Glauben Sie etwa, ich würde fremden Männern zuwinken? Es tut mir leid, dass ich nicht mehr Zeit habe. Ich würde Ihnen gerne ein paar Sehenswürdigkeiten von Paris zeigen. Obwohl, das Beste haben Sie ja schon kennengelernt. Oh, Ihr Selbstbewusstsein ist gigantisch, aber ich glaub's Ihnen. Sie haben wirklich keine Zeit? Nein, es tut mir leid. Ich muss heute noch ein paar wichtige Dinge erledigen. Und morgen treffe ich einen Staatssekretär im Innenministerium. Ich habe heute Nachmittag auch viel zu tun, deswegen bin ich hierher gekommen. Essen wir doch heute Abend im Cocteau. Ja? Wir nehmen ein Aperitif. Ja. Und dann essen wir. Ja. Und dann? Und dann? Und für den Fall, dass ich aufgehalten werde und nicht kommen kann, warten Sie auf mich in meiner Wohnung. Rue Victor Hugo, 31, 7. Stockwerk. Und ich verspreche nicht zu viel, wenn ich sage, dort liegt in Paris zu Füßen. Es wird höchste Zeit, er hat Kontakte. Aber du siehst doch selbst, was für welche. Ja, eben. Was glaubst du, wie viele Männer den unwiderstehlichen Drang haben, sich ausgerechnet im Bett über ihre Probleme auszulabern? Los, wir machen es jetzt. So, jetzt suchen Sie sich was Schönes aus. Oh ja, ich habe Hunger wie ein Wolf. Seit dem Frühstück habe ich nichts mehr gegessen. Umso besser. Monsieur Delacroix? Ja? Ein Anruf für Sie. Für mich? Ja, Monsieur. Aber niemand weiß, dass ich hier bin. Charlie, entschuldigen Sie mich einen Moment. Aber nicht lange. Hallo? Kennen doch sicher den, wo die Pointe heißt, aber einen duften Schneider hat er, ja? Ich möchte das Wort Schneider heute nicht mehr hören. Es ist einfach unfassbar, was sich Monsieur Mallier da geleistet hat. Ja, ich verstehe. Charlie, was machst du denn in Paris? Onkelchen, hilfst du mir ein bisschen? Ja. Raymond ist verschwunden. Im Cocteau. Bestimmt nicht freiwillig. Er war so nett. Und wir haben uns so gut verstanden. Und es war so ein komischer Geruch im Flur. Ihm ist irgendwas passiert. Jetzt erzähl mir erst mal, von wem du sprichst, mein liebes Kind. Na, von Raymond. Ich mache mir solche Sorgen um ihn. Da ist irgendwas. Du musst mir helfen. Ich weiß, wo er wohnt und ich habe den Schlüssel. Bitte, Onkel, fahr mit mir hin. Vielleicht ist er... Mm-mm. Johann? Ja? Untersuche den Raum allein unter dem Gesichtspunkt, ob sich vielleicht irgendjemand anders schon vor uns hier unbefugt Einlass verschafft hat. Ja. Aha. Dann Monsieur Delacroix ist Chefingenieur bei der englisch-französischen Gesellschaft, die den Tunnel unter dem Kanal baut. Herr Graf, hier hat schon jemand seine dreckigen Pfoten dran gehabt. Und dann sind hier Briefe, kann ich Ihnen sagen. Herr Graf, das sind Briefe. Schauen Sie sich das mal an. Oh, da sind ja noch welche. Also der Sportsfreund muss einen Umsatz gehabt haben. Da kann unser einer von Neid nur noch mit dem Propeller husten. Er hat eine merkwürdige Art, seine Briefe zu öffnen. Ja, alles seitlich, hier auch. Nun ja, eine Rosskur wird das für Charlie allemal. Johann? Ja.
lass uns beide doch auch an dem Vergnügen teilnehmen. Ja, mein geliebter Raymond, als du mich heute Nacht so übermächtig nahmst, du wilder Mann, da stellte ich mir vor, was wohl der Bürgermeister meines kleinen Heimatdorfs sagen wird, wenn ich jetzt die nötigen Papiere anfordere, damit wir auch bald vor Gott und den Menschen eins sind. Moment mal, Marie-Louise heißt das Herzchen. Und das hier, Herr Graf, ist was ganz Delikates. Das kann ich Ihnen gar nicht zumuten. Die scharfe Mutter ist Friseuse. Und hier ist noch einer von der Ärztin, hochkultiviert, richtige Literatur, stinklangweilig. Oh, aber hier ist wieder ganz was Leckeres. Mein über alles geliebter Raymond, noch nie zuvor, du unersättliches Scheusal, habe ich die Wonnen genossen, die deine zuckenden Muskeln, deine vibrierenden Sehnen, deine fordernden Gesten... Schluss jetzt damit! Das ist doch Kitchen-Reinkultur, das hält doch kein Mensch aus! Dieser Delacroix war wohl ein Ausrutscher von mir, an den verschwenden wir keine Sekunde mehr. Ich wünsche, dass der Name dieses Individuums nie wieder erwähnt wird. Oh, das kann ich dir nicht versprechen, Charlie. Johann? Wir lesen weiter, ja. Nein, wir fahren nach Calais. Darf ich fragen, warum wir ausgerechnet in diesem alten, vergammelten Lustschloss hier absteigen? Der Chefingenieur Delacroix wohnte hier. Außerdem residiert hier die Leitung der Tunnelbaugesellschaft. Sie wissen so gut wie ich, meine Herren, seit wir vor 5 Jahren den Bau des Tunnels in Angriff nahmen, gehörten vom ersten Tage an Cassandra-Rufe, offene und anonyme Drohungen, alle möglichen Arten von Intrigen und kleinere Sabotageakte sozusagen zu unserem täglichen Brot. Auf dem Sie seit denselben 5 Jahren mit Behagen tagtäglich herumkommen, Professor Obisch. Mag sein. Aber für das, was jetzt geschehen ist, haben wir bisher keinen Vergleich. Der Chefingenieur des Projekts verschwindet auf mysteriöse Weise. Na sagen wir, er ist seit 24 Stunden unauffindbar. Für einen Franzosen sollte ein Rendezvous, bei dem ein Mann vielleicht mal ein bisschen länger hängen bleibt, eigentlich nicht so mysteriöses sein, Professor Obisch. Sir Patrick, ich frage mich jedenfalls, ob Delacroix' Verschwinden nicht ein Signal ist, das uns alarmieren müsste. Ein Anzeichen dafür, dass fanatische Gegner des Tunnelbaus jetzt zu Attacken gegen unsere Arbeit übergehen, die uns zwingen... Konsequenzen ins Auge zu fassen. Das wollten Sie uns doch wieder einmal auftischen, nicht wahr? In diesem Fall dürfen wir uns nicht nach der bewährten Methode unseres geschätzten Herrn Co-Präsidenten mit ein paar Mätzchen aus der Affäre ziehen oder durch einen kräftigen Schluck aus der Flasche. Ach, Sie vergeuden Ihre Zeit, Professor Biech. Wie Sie meinen. Zur Sache schlage ich vor, dass Oberingenieur Laforêt sofort vollverantwortlich alle Funktionen des Chefingenieurs übernimmt. Ich muss schon sagen, dass Sie Delacroix reichlich schnell abschreiben. Man könnte fast versucht sein, gewisse Schlüsse daraus zu ziehen. Es ist unfassbar. Er ist es wirklich. Sie sind überrascht? Tja, gestern Abend hat er noch nicht da gelegen. Ah, Sir Patrick. Professor Obisch. Ja, es tut mir leid, dass wir uns unter diesen Umständen kennenlernen müssen. Ich hatte bisher noch keine Gelegenheit, Ihnen meine Aufwartung zu machen. Sie gestatten, Jost. Der berühmte Kriminalschriftsteller? Haben Sie irgendetwas Bemerkenswertes entdeckt? Man hat das bei ihm gefunden. Johann. Ja. Fällt dir nichts auf? Der ist nicht seitlich geöffnet. Ein Brief einer Geliebten von Delacroix.
mit dem sie ihm endgültig den Laufpass gibt. Das ergreifende Zeugnis einer erloschenen Leidenschaft. Das den Schluss nahelegen könnte, es handle sich um einen Freitod aus Liebesschmerz. Wenn dieser Brief nicht gefälscht wäre. Ich bitte Sie, wie wollen Sie das einfach so behaupten, Graf? Glauben Sie mir, es ist so. Ich folge daraus, dass Monsieur Delacroix diesen Höhenunterschied nicht aus freien Stücken durchmessen hat. Man hat ihn hinabgestürzt. Ich bin hierher gekommen, um Urlaub von meinem eigentlichen Metier zu nehmen. Ich möchte mich einmal in einem ganz anderen Genre versuchen. An einer Dokumentation über ein technisches Großprojekt. Naja, wir wissen die Ehre zu schätzen, dass Sie sich dabei unseren Kanaltunnel ausgesucht haben. Ich stimme meinem geschätzten Co-Präsidenten vollauf zu. Zu einem solchen Chronisten können wir uns nur beglückwünschen. Bitte keine Vorschusslorbeeren. Sie kommen übrigens zu einer guten Zeit. In 4 bis 5 Tagen werden wir die beiden nationalen Stollen in der Mitte des Kanals vereinigen. Ein Augenblick von historischer Bedeutung. Ich kann nur hoffen, dass diese Mordgeschichte keine Weiterung zeitlich, die mein Vorhaben beeinträchtigt. Ich bin sicher, dass Ihnen mein Kollege Obisch mit seiner ewigen Gespensterseherei schon auf die Nerven gehen wird. Wie Sie ihm ohne Zweifel mit Ihrem mehr als fahrlässigen Optimismus. Sie setzen mich in Erstaunen, meine Herren. Man hat mir nämlich Ihre Zusammenarbeit in Paris als außerordentlich harmonisch gerühmt. Eigentlich wundert es mich ein bisschen, dass Sie als neuer Chefingenieur Zeit dafür haben, am Meer Spaziergänge zu machen, Monsieur Laforie. Kommt es nicht darauf an, wofür man seine Pflichten vernachlässigt, Madame Ladichesse? Für einen Franzosen sind Sie sehr zurückhaltend. Sie für eine Aristokratin ausgesprochen volkstümlich, Duchesse. Wissen Sie eigentlich, warum ich hergekommen bin? Ich wette, Sie erraten es nie. Ich hatte mir schon lange mal vorgenommen, meinem Meerschweinchen das Meer zu zeigen. Boomerang ist dafür sehr empfänglich, wissen Sie? Ich glaube, es wird ihm hier gut gefallen. Aha, jetzt weiß ich, warum es Meerschweinchen heißt, Duchesse. Oh, es wurde aber langsam Zeit. Es ist nur schade, dass Sie so viel Liebe und Fürsorge an ein Meerschweinchen verschwenden. Wenn ich nochmal auf die Welt kommen sollte, dann nur als Ihr Boomerang. Sagen Sie mal, warum geistert Ihr Onkel mit seinem komischen Diener hier herum? Haben die vielleicht auch so empfängliche Meerschweinchen? Ach, es lohnt sich nicht, über diesen langweiligen alten Patron auch nur ein einziges Wort zu verlieren. Dafür ist unsere Zeit doch zu schade, Albert. Ganz meine Meinung. Woran denkst du, Cherie? Ich habe mir gerade überlegt, ob es dir eigentlich etwas ausmacht, dass du nur Chefingenieur geworden bist, weil man deinen Vorgänger ermordet hat. Ermordet? Das ist doch gar nicht bewiesen. Genauso gut hätte ihn ein Felsbrocken im Tunnel erschlagen können. Und außerdem, Charlie, man muss die Dinge nehmen, wie sie kommen. Das ist einfach meine große Chance. Du hast ja recht, das sage ich auch immer. Nur keine überflüssigen Gefühle. Das Leben muss weitergehen. Ach, übrigens, ich habe da so was Merkwürdiges gehört. Ich wollte dich schon den ganzen Abend danach fragen. Gibt es wirklich Leute, die was gegen euren Kanaltunnel haben? Das ist doch eine prima Sache. Ach, weißt du, an die haben wir uns in den 5 Jahren schon gewöhnt. Wie an so vieles. Aber ich verstehe es trotzdem nicht. Kennst du solche Leute, Albert? Ja, in England soll es einen Haufen dieser Patrioten geben. Sie fürchten, dass ihre Insel die Unabhängigkeit verliert und wollen daher um jeden Preis verhindern, dass ihr Land an den Kontinent angeschlossen wird. Frühstücken wir morgen zusammen, Albert? Tja. Bitte. Ich möchte so gern mit dir zusammen sein. Tut mir leid, Cherie, aber ich muss morgen mit dem ersten Boot nach England. Johann. Du widmest dich jetzt verstärkt den Zimmermädchen, die hier mit verweinten Gesichtern herumlaufen. Vielleicht können wir über sie die letzten Tage Delacroix rekonstruieren. Seine Nächte zu rekonstruieren wäre bestimmt einfacher. Pardon. Ich habe da einen bestimmten Verdacht. Allerdings im Augenblick noch nicht bewiesen. Eine uns bis jetzt noch unbekannte Person versucht die Fertigstellung des Tunnels ernstlich zu sabotieren. Es ist ja ein dolles Ding und wie können wir die Sauerei verhindern? Ich bin noch nicht fertig. So absurd es im Augenblick auch klingen mag. Aber wenn ich den Mord an Delacroix und all die anderen sogenannten Unfälle zusammennehme, dann ergibt sich daraus, dass es sich um eine Person handelt,
die hier eine leitende Position innehat. Einer der Präsidenten? Warum nicht gleich die Königin oder der französische Staatspräsident, Johann? Hallo, so einen anstrengenden Abend habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Ich bin völlig erledigt. Was guckst du denn so komisch? Ingenieur ist nun mal der Beruf der attraktiven Männer. Hast du Bumerang was zu fressen gegeben? Verzeihung, aber die Bestie haben nicht nach mir geläutet, herzogliche Gnaden. Um unseren Faden wieder aufzunehmen. Wenn der Herr Graf und ich mit unserer Hypothek richtig liegen, dann hat dieser Delacroix von der geplanten Sauerei Wind gekriegt, sich ins Flugzeug gesetzt und ist nach Paris gebraust, um das alles im Ministerium zu melden. Aber in Paris haben ihn die bösen Buben gekascht, ihm den zauberhaften Brief untergejubelt und ihm die Stallküste runtergeschubst. Das kann ich mir nicht anhören. Was denn, wie denn? Entschuldigung, ich denke, das Fräulein Nichte hat sich längst bestens getröstet. Ich möchte aussteigen. Ich bin die Duchesse de Montferrat. Tut mir ja furchtbar leid, Duchesse. Aber ich bin Admiral Nelson und mich erwartet King Edward am Quai von Dover. Also die Grabrede von dem Professor Obiche. Herr Graf, die konnte wirklich sehr zu Herzen gehen. Geschmackssache, Johann. Die drei Zimmermädchen. Die rote ist die Nadine, die in der Mitte Janine. Und die blonde, das ist die Claudine. Herr Graf, das weiß ich doch längst. Ich meine, mit der Nadine habe ich schon, da sagen wir mal, Kontakt aufgenommen. Aber Fehlanzeige. Claudine ist die hübscheste, sie weint am lautesten. Mithin stand sie dem Verblichenen am nächsten. Folglich weiß sie auch am meisten. Mhm. Ich würde mich hauptsächlich an sie halten. Herr Graf, ich werde mich geradezu daran klammern. Sag mal meine Hypothese von gestern Abend. Du verbreitest sie doch nach Kräften, wie ich dir aufgetragen habe. Aber Herr Graf, das bietet sich doch an wie sauer Bier. Die habe ich heute schon der Frühstücksmieze, dem Empfangschef, dem Liftboy, dem Garagenwärter, dem Tankwart, der Klofrau und... Danke. Das darf doch nicht... Und der... Pass auf! Das hätte jetzt aufgehen können. Oh, soll nicht wieder vorkommen, Herr Graf. Ach du meine Güte. Was meine Hypothese betrifft, so hat sie ihren Adressaten offenbar schon erreicht. Was war denn hier? Ja, Sir Patrick, das sind die letzten Modelle. Sind das die etwa stabil genug? Ja, wir hatten kleine Risse. Bei den Ausführungen in dem Tunnel, und zwar an dieser Stelle hier. Aber das... Guten Tag. Nett, guten dass Tag. Wir auch mal reinschauen. Ich möchte mich gerne vertraulich mit Ihnen unterhalten, Sir Patrick. Bevor ich gezwungenermaßen auch Professor Obiche informiere. Ja, Mademoiselle, setzen Sie sich doch nicht. Sir Patrick. Sie hatten ja sowieso noch zu tun. Bitte, lieber Graf, legen Sie doch ab. Dankeschön. Bitte, wollen Sie Platz nehmen? Die Anzeichen für einen Anschlag auf den Tunnel mehren sich. Ja, das wird Obiche freuen. Er tut sich eine Menge auf seine düsteren Ahnungen zugute. Sie nehmen doch einen Drink, rauchen Sie? Vor noch nicht einer Viertelstunde hat man versucht, mich zu ermorden. Ich verdanke mein Leben nur dem automobilistischen Können meines Dieners. Das ist allerdings furchtbar, Graf. Haben Sie irgendwelche Anhaltspunkte? Keine. Ich möchte mir jetzt vor allem ein Bild davon machen, ob es eventuell irgendeinen besonders günstigen Zeitpunkt für einen Anschlag auf den Tunnel gibt. Aber Sie rechnen doch nicht im Ernst mit sowas. Aber ja, Sir Patrick. Könnte ich jetzt bitte das Bett machen, Monsieur Johann? Sag mal, Claudine Spätzelchen, fällt dir zum Bett nichts anderes ein, als dass man's macht?
Oh, verzeih du meine bretonische Zimmerlinde. Ich sehe, dass der Schmerz um deinen Delacroix noch in deinen Kulleraugen brennt. Ihr wart also richtig glücklich, du und der vielgeliebte Techniker? Ihr wart unter Garantie ein goldiges Pärchen. Tagsüber hat er doch gearbeitet und ich auch. Oh ja, verzeih, ich vergaß, er hat ja ganz nebenbei noch den Tunnel gebaut. Sag mal, was hat er denn so alles gemacht? Ich meine tagsüber. Also zum Beispiel in den letzten Tagen, da war er meistens... Plaudere nur hurtig weiter, mein Vögelchen. Was hat er denn in den letzten Tagen gemacht? Wo war er meistens? Vielleicht will ich mich da auch mal umsehen. Setz mir einmal voraus. Der Attentäter plane rationell und auf den größten Effekt hin. Dann müsste er eigentlich abwarten, bis die Stollen miteinander vereinigt sind. Erst dann könnte er mit einer einzigen Sprengung den Tunnel in seiner ganzen Länge erwischen. Na, völlig richtig. Das wäre im Sinne dieses Wahnsinnigen sehr vernünftig. Allerdings, Ihre Erklärungen waren sehr aufschlussreich, Sir. Aber ich bitte Sie, Graf. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Was ist denn? Was wollen Sie hier? Verzeihen Sie vielmals, ein Urahn von mir hat hier vor vielen tausend Jahren einen Seeräuberschatz vergraben und den wollte ich heute aus der Muttererde Schoß heben. Moment mal, das darf doch nicht wahr sein. Jetzt brat mir einer mal einen Storch und die Beine recht knusprig. Rico, Straßburg, Block C, Zelle 11, Rico der Superhai. Sag mal, du alte, gammlige Sülznese, dass du noch nicht krepiert bist. Mein Name ist Dupont. Henri Dupont. Ich habe Sie noch nie gesehen. Verschwinden Sie, ich gebe Ihnen 5 Sekunden. Oh, verzeihen Sie vielmals. Da habe ich wohl wieder Tomaten auf die Kuckerchen gehabt. Also dann, Gott befohlen, Nachtwächter. Das war garantiert der Rico, Herr Graf. Darauf fresse ich eine Banane quer. Und welche Delikte wegen teilte diese sogenannte Superhai damals deine wenig ehrenwerten Lebensumstände? Tresoreinbruch, Spezialität mit Sprengstoff. Im bürgerlichen Beruf war er Feinmechaniker. Fein? Nein, Mechaniker. Figaro, 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 Figaro. Apropos Figaro, stell mir eine Verbindung mit Paris her. 3654 788. Ja. Chefredaktion. 3654 788 Chefredaktion. Wird gemacht, Herr Graf. 36 54 7 88. Figaro, 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 Figaro. Ja, die Chefredaktion, meine Süße. Ciao. In den großen Zeitungen steht heute eine Vorhersage eines, wie es heißt, ernsthaften, allerdings anonymen Erdbebenforschers. Er prophezeit, dass in der Zeit zwischen 10. und 14. Oktober schwere Seebeben stattfinden werden. Ja, ich verstehe. Im Ärmelkanal. Das wäre nach Adam Riese Mittwoch, Herr Graf. Ja, das stimmt. Das ist der Tag, in dem die beiden Stollen vereinigt werden sollen. Passt ja alles ausgezeichnet zusammen. Verzeihung, Herr Graf, aber momentan steht bei mir etwas auf der Leitung. Also ich vermute in dieser Vorhersage lediglich ein weiteres Glied in der Kette der Versuche, eine Katastrophe um den Tunnel... Ah, ich verstehe, verstehe. ...psychologisch so vorzubereiten, dass, wenn sie eintritt, das als unabwendbares Verhängnis gedeutet werden muss. Ja, bitte. Guten Tag, Mr. Quiddle. Guten Tag. Ich würde Sie gerne etwas fragen. Erlauben Sie, dass wir eintreten? Ja, ja doch. Danke, komm. Bitte, kommen Sie doch herein. Danke. Oh, auch sind die niedlich. Ja. Mein Name ist Joster, Graf Joster. Meine Nichte Charlie. Ah, der berühmte Graf Joster. Bitte nehmen Sie doch Platz.
Moment. So, bitte sehr. Vielen Dank. Meine Tierchen haben mit ihrer Nichte schon Freundschaft geschlossen. Das ist ein gutes Zeichen. Mr. Quiddle. Ja. Als Amateur-Erdbebenforscher haben Sie auch in wissenschaftlichen Fachkreisen einen hervorragenden Ruf. Haben Sie die Seebebenprognose gestellt, die heute in den wichtigsten Zeitungen veröffentlicht wurde? Ja, das war ich. Darf ich Ihnen... Danke, ich rauche nicht. Nicht. Warum haben Sie das anonym getan? Oh. Ja, wissen Sie, lieber Graf, ich bin ein alter Mann und im Alter, da wird man bescheiden. Wie sind Sie zu der Vorhersage gelangt, dass ab Mittwoch mit schweren Seebeben im Ärmelkanal zu rechnen ist? Ja, aufgrund meiner Berechnungen. Mr. Quiddle, hat Sie nicht eher jemand bestochen oder erpresst, diese Prognose zu erfinden? Er hat zu mir gesagt, er bringt uns sonst alle um. Pardon, was sagen Sie da? Meine Kleine, jetzt ist aber Schluss. Entschuldigen Sie mich bitte einen Moment. Dieser Monsieur Laforêt hat dich sitzen gelassen. Hat's eine Abonkel, den kriege ich schon noch. Mag sein. Aber vielleicht kriege auch ich ihn. Nicht kratzen, du Kleine. Mr. Quiddle? So gefällt's dir, ne? Mr. Quiddle? Mr. Quiddle? Eine Schmuskatze. Liebst du? Hm? Ja. Ich fürchte, Mr. Quiddle ist tot. Was? Ja. Warte in diesem Zimmer auf mich. Ich komme gleich wieder. Ja. Ihr braucht keine Angst zu haben, meine kleinen Lieblinge. Ich war schon oft, dass ihr nicht verhungert. Und außerdem wisst ihr... Ich bin nämlich hinter jemandem her. Hinter Monsieur Laforêt. Ermordet. Ermordet. Das ist doch ein Beweis, dass der selige Mr. Quiddle... Ein Beweis, auf den ich in dieser Form gern verzichtet hätte. Hast du Neuigkeiten für mich? Immer, Herr Graf. Es ist ein Paket angekommen. Für den Delacroix aus Paris. Ich gleich ran an die Mieze vom Empfang und hab's hier abgeschwatzt. Irgendeine Infrarotsonde, oder wie das heißt. Eine Infrarotsonde? Ja. Sehr gut. Aber ich sollte den Grafen doch verfolgen. Ich bin bis nach England gefahren. Nein, er hat mich ganz bestimmt nicht gesehen. Aber der Graf hätte den Quiddle doch so in die Zange genommen, dass... Bitte, ich sehe ein, das war falsch von mir, aber ich hatte gedacht... Ja. Ja, Monsieur. Wo denn? Da drüben. Ja, Graf. Graf, leider Fehlanzeige. Na, dann komm weiter. Ist da was? Auch nichts. Wie wär's mit dem? Komm. Nee. Nicht die Spur, nicht die Spur. Schlägt nicht aus. Na, auch nicht. Was machen wir jetzt? Vielleicht finden wir da drüben was. Ja. Die Höllenmaschine. Du glaubst? Einbetoniert, wie vermutet. Sehr gut. Markiere sie. Unauffällig. Ja. So, und jetzt nichts wie ab in die Reihe, Herr Graf. Hallo? Hier Laforêt. Josta.
Josta und sein Diener haben eine Markierung angebracht. Gut, dann müssen wir umdisponieren. Ja. Ja, gut. Alles klar. Ende. Allerdings frage ich mich inzwischen, ob wir nicht zu viel riskieren, wenn wir das Teil mit dem Sprengkörper ungehindert in den Stollen wandern lassen. Herein! Guten Abend zusammen. Ich glaube, ich bin heute einen großen Schritt weitergekommen, Onkelchen. In Ihrer Entwicklung? Pardon, Madame. Na, komm, du hast Mr. Quiddles Katzen also doch im Stich gelassen. Nein, nein, die sind versorgt. Setz dich. Weißt du, Onkel, ich glaube, heute sind wir beide an einem Punkt angelangt, an dem unsere Interessen völlig identisch sind. Pass mal auf, dieser Laforet hat vorhin ein Telefongespräch geführt. Nur leider weiß ich nicht mit wem. Und ich habe auch nicht ganz mitgekriegt, worum es in der Sache ging. Es war die Rede davon, ihr hättet eine Markierung angebracht, du und Johann. Und dass man andere Dispositionen treffen müsste. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Gute Nacht. Herr Graf! Herr Graf! Unser Dingsbums aus dem Betonwerk ist verschwunden. Ewe, weg, perdu! Möglicherweise hat er es aus dem Verkehr gezogen, nachdem ihn Laforet informiert hat, dass wir... Aber trotzdem, überprüfe alle Teile, die seit heute Nacht im Stollen eingebaut worden sind. Ja, ich bin schon unter Wasser. Charlie! Hallo, Charlie! Du hast mir einen großen Dienst erwiesen, als du mir heute Nacht von Laforets Telefonat erzählt hast. Wenigstens etwas. Ach, ist es denn so schlimm? Ist einer nicht wert? Onkel, du musst mir helfen, ich schaffe es nicht. Ich schaff's nicht. Ihn für dich zu gewinnen? Nein, ihn zu überführen. Ja, pardon, Charlie. Was du willst? Du willst Laforet überführen? Was denkst du, warum ich mich mit ihm abgegeben habe? Er ist doch der Mörder von Delacroix, weil er seinen Posten haben wollte. Verzeih mir, Charlie. Ja! Also, mach's gut. Hallo, ja, wer kommt denn da, Graf Josta? Das stellen Sie sich vor. Wir haben es einen Tag früher geschafft als vorgesehen. Ja, die Stollen sind verbunden. Jetzt können Sie zu Fuß nach Merry Old England marschieren. Entschuldigen Sie, meine Herren, dass ich nicht gleichermaßen von der Freude dieses Augenblicks überwältigt sein kann. Ich habe nämlich immer noch vor, eine Dokumentation über dieses Projekt zu verfassen. Aha. Und ich möchte nicht die Chronik des scheußlichen Verbrechens schreiben müssen, dem dieses Projekt zum Opfer fallen soll. Wir denken in dieser wunderbaren Stunde noch an sowas, Graf. Ach, kommen Sie erst mal mit rein. So, ein Glas für unseren Chronist. Sehr liebenswürdig. Bitte sehr. Professor Wisch. Ich bin nämlich inzwischen sicher, dass einer von Ihnen, meine Herren, die Absicht hatte, den Tunnel mittels eines Sprengkörpers in die Luft zu jagen. Lieber Graf, Sie sehen wirklich gespenst. Aber im Moment können Sie reden, so viel Sie wollen. In diesem wunderbaren Augenblick kriegen Sie keinen von uns dazu, Ihnen irgendetwas krumm zu nehmen. Falls der Betreffende auf seiner verderblichen Absicht besteht, möchte ich ihm raten, mit der Verwirklichung bzw. dem Versuch dazu nicht mehr allzu lange zu zögern. Weil Sie diesem Verbrecher schon ganz dicht auf den Fersen sind. Stimmt's, Graf? So ist es in der Tat, Professor. Aber zu unserem betriebsinternen kleinen Fest heute Nacht kommen Sie trotzdem, bevor morgen der große Presse- und Fernsehrummel über uns hereinbricht. Mein Johann! Was ist das Meine lieben Kollegen, meine lieben Freunde, liebe Mitarbeiter, wem das Herz voll ist, dem geht der Mund über, sagt ein altes deutsches Sprichwort, das ich vor 30 Jahren gehört habe, als ich an der Universität Heidelberg, im schönen Heidelberg, anfing, Geologie zu studieren.
was Sie heute Nachmittag da draußen geredet haben, also diese Sprüche über Sabotageakte und Sprengkörper. Sie scheinen seltsamerweise plötzlich in das Lager der hemmungslosen Optimisten übergewechselt zu sein, Professor. Aber der Schein trügt, meine Herren. Ich pflege meine Warnungen nur einmal auszusprechen. Aber ich bitte Sie, glauben Sie etwa immer noch, dass irgendein böser Mensch jede Sekunde hier den Weltuntergang ausbrechen lässt? Natürlich nicht, solange Sie beide um mich sind. Charlie, du wolltest doch schlafen. Ach, ich hab's ja versucht. Er läuft immer noch frei rum. Das weiß ich noch nicht, aber so wie hier ganz bestimmt. Ich kann das nicht mehr mit ansehen. Er ist wohl kaum der Mörder deines Böllers. Nein? Was ist er dann? Ja, er ist nur der Handlanger eines Größeren. Und wer ist es denn? Ich bin mir noch nicht sicher. Aber du hast doch einen bestimmten Verdacht. Ich weiß auch nicht, ob er bereits seinen neuen Plan hat. Und vor allem weiß ich nicht, wie ich ihn überführen kann. Engländer, Franzosen, Männer, dieser Tunnel, der heute durch die Vereinigung von zwei Stollen ein Tunnel geworden ist, ist ein Symbol. Jahrtausende lang waren wir eine Insel. Und Gott weiß es, wir waren eine ruhmreiche, eine stolze, eine vorbildliche Insel. Es darf aber gerade in diesem Augenblick auch nicht verschwiegen werden, dass das Verhältnis meines Landes, insbesondere zu seinem nächsten Nachbarn Frankreich, im Laufe einer wechselvollen Geschichte nicht immer das harmonische war. Wenn in diesem Zusammenhang aus dem Grund der historischen Namen wir alles strömt planmäßig. Ich muss noch ein bisschen Luft zugeben. Das Gemisch erreicht die kritische Grenze um drei. Mhm. Sicher? Das würde ich Ihnen schon empfehlen. Aber selbstverständlich, Monsieur. Ja, sicher. Ja, ja. Ich passe schon auf. Sie können sich auf mich verlassen. Guten Tag, Gasmixer. Hm? Was wollen Sie? Als ich in dem Tresor von dem Obisch die Notizen gefunden habe, dass dem insgeheim die ganze Fährschifffahrt über den Kanal gehört, 95% der Aktien, da habe ich sofort gewusst, wie die Chose läuft. Inwiefern? Naja, Herr Graf, da wusste ich dann, wir haben den Burschen am Schlawittchen. Wenn der Tunnel erstmal in Betrieb ist, von wegen Landverbindung und so, na dann sind die ganzen Fährschiff-Aktien von dem doch keinen Pfifferling mehr wert. Wenn das kein sattes Motiv ist... Ich wage nicht, dieser Schlussfolgerung zu widersprechen. Die Damen von der Presse. Ja. Ja, hier sind Bilder. Danke. Bis wir dort sind, wird es ungefähr 14:45 sein. Mhm. Fahr du voraus und sorg dafür, dass niemand raucht. Ja. Ah, unsere Cassandra wandelt auch wieder unter uns. Wo haben Sie denn die ganze Zeit gesteckt? Ich hatte noch etwas zu erledigen, Sir Patrick. Entschuldigen Sie bitte. Aber bitte, oh, bitte. Wir entschuldigen alles, wenn Sie nur endlich aufhören, ein so verdrossenes Gesicht zu machen. Wie Sie sehen, haben wir die Feierlichkeiten inzwischen an die Erdoberfläche verlegt. Hier ist es doch erheblich behaglich. Und außerdem erheblich sicherer. Dabei gedachte ich eben, die Bitte an Sie zu richten, sich nur einmal für ein paar Minuten unten im Tunnel zu versammeln. Aber Graf, was soll denn das? Es läge mir sehr daran, die Feier noch einmal da unten zu rekonstruieren. Für ein paar Fotos. Für meine Dokumentation. Vorhin war leider mein Diener mit dem Fotoapparat unauffindbar. Meine Herrschaften, es ist eine Affäre von 5 Minuten. So, jetzt kommen wir jetzt rein. Johann, wie spät ist es? 14:40 Greenwich-Time, Herr Graf. Johann, ja? Bitte arrangiere eine Sitzgruppe für die Herren Präsidenten. Sehr wohl. Meine Herren Präsidenten, dürfte ich Sie bitten, hier Platz zu nehmen für das offizielle Dokumentarfoto. Die anderen leitenden Herren, so daneben oder dahinter, vielleicht so aufgelockert, gruppiert. Ja, bitteschön. Ja, danke schön. Sehr gut, so ist es schön. Danke. Aber meine Herren Präsidenten,
Sie beide auf einem historischen Bildzeugnis, ohne das Attribut, das zu Ihnen gehört, wie die Zigarre zu Mr. Churchill. Darf ich vielleicht aushelfen? Ich kann Sie versichern, Sie sind von erlesener Provenienz. Ihr Strauchverbot, Graf. Aber doch nicht für Sie, meine Herren. Doch nicht in dieser Situation. Aber bitte, bitte greifen Sie zu. Aber bester Graf, wir dürfen den Arbeitern kein schlechtes Beispiel geben, verstehen Sie doch. Es hat ja schließlich einen gewissen Sinn, dass im Tunnel nicht geraucht werden darf. Dann geben Sie immerhin vor, es zu tun. Also bitte, ja, soll's. Bitte, Professor. Na schön. Aber mir gewähren Sie das bescheidene Privileg. Johann? Ja, Herr Graf. Bitte, Johann.